Ho, ho, ho. Wunderschöne Weihnachten an alle Kunden in dem Hause Ultra HD Web TV. Ladies and Gentlemen, now we are present das Medienhaus Nordrhein-Westfalen. Wir wünschen wirklich allen 2021 wirklich wunderschöne Weihnachten. Und wir wünschen allen, wirklich allen, auch nicht nur ein frohes Fest, sondern auch ein gutes neues Jahr 2022. Ich mime jetzt hier den Weihnachtsmann, ich mime jetzt das Gute, weil das Böse ist allgegenwärtig. Keinem geht es wirklich tatsächlich sehr gut. Und keinem geht es wirklich tatsächlich auch so gut, dass er heiter wäre. Nun, heiter sind wir nicht, leider, unser Herz ist schwer, seit dem Jahre 2020. So, März war kein Scherz, aber es ging im März so los. Ich habe mit vielen Kunden gesprochen, ich bin der Wahrheit mächtig, ich darf über die Wahrheit nicht verkünden. Auch wenn ich es gerne tät. Wir leben in einer Zeit der Verwahrlosung, wir leben in einer Zeit einer Erzürnung, wir leben in einer Zeit, die völlig anders ist. Das Alter scheint wohl nicht mehr das zu sein, was das Alter mal war. Hurra. Die Jugend macht sowieso, was die Jugend macht, und da kommt meiner eine als Weihnachtsmann überhaupt nicht vor. Das ist halt so. Zuerst dachte ich mir eine Blu-ray aus oder eine DVD oder sogar ein Kinoabend. Aber all das ist wohl nicht möglich. Blu-ray, DVD könnte ich, mache ich aber nicht, weil sieht sich eh keiner an. So, ich stelle mich sicherlich irgendwann mal einem gewissen Amt der Stadt zur Verfügung, bestimmt. Mal schauen. Die Kunden haben mich da inspiriert. Ja. Dieser Gruß geht natürlich auch an den Oberbürgermeister Thomas Kufen. Es geht natürlich auch an unser Stadtparlament der Stadt Essen. Es geht aber in Wirklichkeit tatsächlich nur um euch allen, die Kunden. Die wirklich tatsächlichen Kunden. Viele von euch schauen sich die Videoclips an. Darum sage ich Hallo. Ich grüße euch total und recht herzlich. So. Wir leben in einer Zeit, ich war ja gerade in Pressur, ich habe eine wunderschöne vorweihnachtliche Zeit genossen. Und jetzt im Winter, wenn es schneit, auch das haben wir nicht. Aber im Winter, wenn das weihnachtliche Fest naht, wenn wir ein Fest feiern, ich weiß nicht, wie ihr feiert, aber es hat sich ja alles schwer verändert. Gut, ich springe, ihr merkt schon, ins Klischee, weil ich ja nun mal Filmemacher, Video- und Fotojournalist und das bin, was ich wirklich tatsächlich bin. Ich habe tagtäglich Kunden, ich sehe das Leid dieser Welt, ich erlebe das Leiden dieser Welt. Das Helfen von Herzen freut mich sehr, dass dem Kunden das nicht nur gefällt, sondern dass der Kunde auch dadurch Nutzen hat. Viele haben sich heute bei mir bedankt. Deswegen bedanke ich mich jetzt öffentlich bei all meinen Kunden. Nicht nur, weil sie sich bei mir bedankt haben. Ich habe gewisse Pflichten, ich habe gewisse Rechte und ich helfe, wo ich kann. So, im Jahr 2020 habe ich gerade noch mit mehreren Schauspielern. Einer davon, der hat einen Bruder, da hat sogar meine Frau mit schon Billard gespielt. Ralf Richter in Bochum. So, wieso, weshalb, warum ich darauf gekommen, auch diverse andere. Einer jetzt gerade im Oberhausen, Rolf Müller, und bei seinen Eltern, wen haben wir denn da noch? Henning Baum, er glaubt es kaum, der lebte mal hier um die Ecke auf der Margaretenhöhe. Er spielte den Bullen, ne, hier in Essen. Und jetzt spielt er einen Film, beziehungsweise er hat einen Film gedreht. Im April 2022 kann jeder Essener diesen Film sehen. Da haben noch andere große Größen dort mitgewirkt. So, da ich nun mal in Pressur, ich habe meine Kunden täglich und ich habe meine Woche, wo ich arbeiten muss,
ist ja wohl klar, dass ich das alles nicht so schaffe, einem gewissen Alter. Und der Ärger ist halt immer da, ist halt so, müssen wir halt durch. So, Weihnachten bedeutet aber nicht nur weinen in der Nacht. Weihnachten bedeutet auch Tag der Liebe, Tag der Freude, Tag der Stille. So, ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um solch Video zu machen. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um Karten zu verteilen. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen für die Kunden, die halt in Pressur, die halt Ärger haben. Weil wir alle Ärger haben und ich weiß, was Ärger bedeutet. Besonders mit der Obrigkeit. Die ärgert uns ja ganz schön. Die üben Macht aus. So, die wilden sieben. Fünf online und zwei, die online mit den Geldern, macht sieben. Online-Giganten, die 10 Billionen haben. So, Geld korrumpiert, Geld verändert, brauchen wir uns nicht, aber auch gar nichts, überhaupt nichts müssen wir, aber es ist halt so. Und wir kommen dagegen auch nicht an. Natürlich hatte ich auch meine Kunden heute, die mich ärgern mussten. Damit war die weihnachtliche Stimmung natürlich wieder entzwei. Aber naja, es sind halt ausländische Kunden, die einem Deutschen halt zeigen, dass der Deutsche in ihren Augen, es ist halt so. Wir sind Menschen, wir bleiben Menschen und wir sind bunt. Wir sind ein buntes Volk und Völkchen. Wir persönlich sind ja kein Volk. Dieser Gruß geht ja in Nordrhein-Westfalen und gehört zu Nordrhein-Westfalen, weil das halt Nordrhein-Westfalen ist und da kann man leider nicht anders. Ist halt so, wir sind nahe Venlo, wir sind nahe Dortmund und Düsseldorf und wir sind hier an der A45. Wir hier sind die Stadt Essen. Ja, sie kann man langsam vergessen. Es ist traurig, dass das so ist, aber was soll man machen? Wir hier im Örtchen, in unserem kleinen Örtchen, Frohnhausen, ja, Frohnhausen, kann jeder nachschlagen, woher das kommt. So, wir haben auch gerade noch philosophiert. Wir werden im Jahre 2022 sicherlich ein Revierkalender wieder rausbringen. Wir im Revier werden sicherlich auch irgendwas drehen. Wir im Revier. Ich habe also noch gesprochen, weil wir noch mit dem Oldtimer unterwegs sind. Wir haben ja damit schon angefangen. Einige wissen das, einige nicht. So, ich werde auch zum ersten Mal wirklich Werbung machen für UltraD-WebTV, für das Frohnhausener Kopierstudio, UG haftungsbeschränkt. Wir können eine Menge. Ja. Alle sind immer erstaunt, was hier geht. Ja, und hier geht eine Menge. Hier in diesem Studio, eins davon, wir haben mehrere, haben wir schon sehr viel gedreht. Also hier waren schon wirklich sehr viele Menschen, die wirklich viel Spaß, und wir hatten auch viel Spaß. Und ich habe, wie gesagt, gerade mit noch einem Schauspieler gesprochen, also insgesamt vier. Und mal schauen, mit wem ich zusammenarbeite. Also mit Henning Baum oder, was ich gesagt, ja, Ralf Möller, schön und gut oder gewisse andere. Das sind natürlich große Größen, das ist richtig, aber ich möchte das nicht überkompensieren. Einen Zuschlag hat jetzt jemand bekommen, der bei RTL in einer gewissen Schulsache arbeitet als Vater. Und ja, er macht sehr viele Imagefilme. Und ich kenne ihn lang genug, über 12 Jahre. Und er ist ein sehr sympathischer und sehr witziger. Und dass ihn als Kunde, dass er als Kunde wirkt und ich euch zeige, was ein Kunde wirklich tatsächlich alles bekommen könnte. Das ist meine Idee. Und ja, warum nicht, ne? So, ich möchte nämlich bis 2025 noch euer sogenannter Ansprechpartner bleiben. Das ist mein Wunsch, weil ab 2025 ändert sich eine Menge, auch bei mir, erstmal als Person. Zweitens dann das Ganze, aber die Firma soll wachsen, die Firma soll bleiben. Wir drehen ja nicht nur in HD oder jetzt in 4K, sondern wir machen ja auch noch Fotos in Full HD und wir machen auch noch andere Sachen. Ich hätte jetzt natürlich auch eine Full HD Kamera hier nehmen können.
Ich habe jetzt halt mich für die 4K entschieden. So, wir haben nicht nur Sliders, wir haben nicht nur Studios und alles, was dazugehört. Wir haben also auch Schauspieler. Und da bleibe ich beim Kern. Ich wünsche auch allen Schauspielern, Alarmstufe Rot und alle, mit denen ich halt verbunden bin, wunderschöne Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ihr Lust und Laune habt, mein Video zu schauen. Ich kann ja mal einen Link in eure E-Mail parken. So, Dr. Dead, Mut zur Lücke, den grüße ich auch total und recht herzlich. Wie gesagt, ich habe eine Menge. Nicht nur den Oberbürgermeister, Herrn Kufen, ja, oder die Stadtsparkasse Essen, ja, ich weiß. Es ist alles nicht so einfach. Ich habe einigen schreiben müssen, um eine Klärung zu fordern. Ich habe auch nicht gerade die lustigsten, angenehmsten Vermieter. Hier zum Beispiel haben wir einen Riesenschaden, der noch geklärt werden muss. Zu Hause habe ich auch einen Schaden, der ist aber nicht so schlimm. Der wird sicherlich geklärt im Januar. Ja, ihr seht, auch so ein Weihnachtsmann hat Ärger in seinem Paradiese am Nordpol. Okay, ein Scherz. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich mit euch arbeiten soll. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich überhaupt einen Videoclip auf den Weg bringen sollte. Weil YouTube haut rein, die Obrigkeit haut rein, die Welt haut rein und die Kunden erschrecken sich meist, weil sie gar nicht wissen, wie sie machen sollen oder was ein Datenhighway ist mit Zuhilfenahme von Maschinen. So, ihr wisst es, ihr seid ja selber YouTuber. Ihr seid ja selber Clipdarsteller, ihr seid TikToker, Facebooker, WhatsApper und natürlich YouTuber, TikToker und so weiter. So, ich versuche wieder was Tolles zu machen. Wie ich es mache, weiß ich nicht. Zuerst wollte ich irgendwie eine DVD machen für meine Liebsten, aber die schauen sich das genauso wenig an wie ihr auch. Die Welt ist ein bisschen bunt, in meinen Augen schon ein bisschen zu bunt. Und das, was man mit uns gemacht hat, ab dem Jahre März 2020, sollte wirklich keiner wirklich tatsächlich gutheißen. Das ist halt so, weil ihr seht ja selber, wir sind alle geimpft wie die Weltmeister und müssen trotzdem Mützchen tragen. Wir müssen trotzdem Abstand halten und wir müssen, wie gesagt, auch in Quarantäne oder wir dürfen nicht mit der gesamten Familie feiern. Meiner einer ist eine One-Man-Station, ich bin halt der Weihnachtsmann, der ist eh allein und deswegen macht mir das persönlich nichts aus. Natürlich bin ich ein Freund von Amazon, ist klar, weil Amazon liefert bis vor die Tür und somit habe ich alle Geschenke, die ich also auch einpacken werde. Ja, und das war es dann auch schon. Und euch, wie gesagt, habe ich gegrüßt im Jahre 2021, das ist ja jetzt schon eine Erinnerung. Weil wir wissen ja selbst, ein Videoclip ist und bleibt eine Erinnerung, ist niemals wirklich tatsächlich jetzt und hier und heute. Aber mehr kann ich nicht machen, mehr kann ich wirklich nicht tun. Ich mache ja schon viel Emotions, ich mache schon viel, sehr viel, um Menschen glücklich zu machen. Heute haben sich viele Menschen bei mir bedankt, denen ich wirklich tatsächlich helfen konnte. Und ja, das ist schön zu wissen, dass es denen gut geht, dass der Ärger, den sie hatten, nicht mehr haben. Ja, das ist wohl das schönste Geschenk, was man sich selbst machen kann. Wenn ein anderer Mensch, der richtig Ärger hat, plötzlich sagt, Dankeschön, der Ärger ist weg. Ja, es ist halt so. Der Ärger ist weg und das ist auch gut so. Und es freut mich, wie gesagt, dass das so ist. Es war ein wunderschöner Tag, es war eine wunderschöne Woche. Ja, es war eine wunderschöne Woche. Wie der Monat Dezember zu Ende geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass viele demonstrieren werden auf Heiligabend, 1., 2. und Silvester und was weiß ich nicht alles. Denen ist es egal, ob Verbot oder nicht Verbot. Sie wollen der Obrigkeit zeigen, nicht weiter wie hier. Stopp. Stopp. Nicht weiter wie hier. Ich hoffe, dass die Menschen, ich hoffe, dass der Geist von Weihnachten über euch kommt. Der Geist von Weihnachten. Die Geister, die ihr selbst gerufen habt, dass die wirklich tatsächlich über euch kommen, Punkt Mitternacht, und euch irgendwie dahin bringt, wo ihr hingehört. Und dass ihr wirklich tatsächlich sagt, wisst ihr was, die Menschen haben ja recht. Es war ein bisschen zu viel des Guten.
Das wäre mein Herzenswunsch. An alle Politiker, ich hoffe, der Geist der Weihnachten erreicht euch und ihr hört auf damit, was ihr da gerade macht. An die 5 komme ich nicht ran, die glorreichen 7 der Macht mit ihren 10 Billionen, da komme ich nicht an. No change. Aber ihr Menschen, global 7, Milliarden hier auf dem Erdenplaneten, ihr könntet es. Ihr könntet es, wenn ihr wolltet. Wenn ihr wollt, schafft ihr es auch. Das ist mein Weihnachtsgruß an euch alle. Welcome to the Pleschendome.